Ich hab daneben auch vorbei, Marco, ha? Ich hab nie geschossen. Ich hab 14 XP gerade dafür bekommen. 14 XP, übernimm dich nicht. Mir ging's darum, das mal mit Marco zu vergleichen, weil der gerade meinte, er kriegt. Oder weil wir gerade meinten, er kriegt weniger. Sniper Benny für 197 Schaden. 1007, Geld. Das Geld nehme ich mit, der Rest ist mir egal. Das ist noch ein Schild. Ein Schild. Oh, Waffenkiste. Oh, geil. Waffenturm. Ja, der aus, auch den haben wir vorhin aktiviert. Da habe ich gesagt, wir müssen erstmal dich holen. Boom. Ist in der Waffenkiste irgendwas Spannendes drin? Ein blaues SMG, wie ich so sehe. Ach nee. Cool, ein knallharter Schläger. Guck mal, wo der ist. Das ist ja geil. Eingeblieben. Lol. Kannst du hier ganz in Ruhe fertig machen. Der ist gerade gestorben. Hier ist ein Verkaufsautomat. Super. Verkaufen. Ist der Waffenturm einsehbar? Ich hab zwei. Ich hab zwei 66er Granatenmod übrig. Wollt ihr die haben? Also einer davon? Transfusionsgranaten, die schönste Erfindung. Wumm. Weißt du, die Granaten einfach dahinter. Wollt ihr 66er Granatenmods haben? Nein, ich nicht. Warte. Das hab ich ausgerechnet. Ne, ich hab eine. Bin zum Gegner rüber. Genial. Ich sehe die Füße von den Typen. Ich habe eine Rakete noch platt gemacht mit für 4 XP. Jetzt wird es auch platt. Aber hier ist eigentlich noch ein anderer Endboss, den wir eigentlich besiegen sollen. Taylor Cobb, der müsste jetzt hier rauskommen. Oder nee, der ist er. Was macht denn ihr dort? Aua! Cool, neue Stärke. Danke. Ein lila Raketenwerfer. 520 Schaden. Wunderbar. Bereite dich jetzt auf das vor, was vor dir liegt. Ja, der ist besser, der Rest hält sich. Waffenkiste, ich will auch mal was haben. Genau der gleiche ist das fast. Bloß ein Tick besser. Jetzt können wir hier durch. Toll. Vielleicht aus für dich. Hab ich mir schon gedacht. Yeah, Sprengmeister! 60 Feuerrate, 10 Raketen pro Minute generiert. Was? Wo können wir jetzt durch? Ach, jetzt kommen wir zu der Waffenkiste überhaupt. Ach so. Ja, weil der Typ, der kam hier oben raus. 11.000 und 8.000. Ich bin so greedy, ich will auch was davon haben. Gib mir Geld, mein Geld, gib mir Geld. Gib mir Geld, mein Geld. Gib mir Geld. User was moved to your channel. Ach, ehrlich. Der Rocket Launcher, der hat. Moment, nur mal kurz pausieren. So, jetzt geht's weiter, nachdem hier jemand ins Teamspeak zu uns gemoved wird. Wenn ich Aufnahmen in meinen Namen schreibe, verstehe ich nicht, warum die Leute dann die Sachen zu mir moven, ey. Was soll denn die Scheiße? Ja. So, kurz aufgeregt, jetzt können wir weiterspielen. Was ist mit dem Raketenwerfer, Felix? Der hat nichts anderes, außer eine höhere Zielgenauigkeit. Ansonsten nichts. Den gleichen Schaden? Die ist von 91,7 auf 93,2 und der Schaden ist der gleiche und die Feuerrate ist auch die gleiche. Okay. Ich vermute, es kommt hier ein Entschuldigungsschreiben. Weil ich habe gerade bei TeamSpeak eine Nachricht bekommen. Also bei dem anderen ist hoher Elementareffekt möglich, bei mir steht komischerweise sehr hoher Elementareffekt, obwohl es das gleiche ist. Vielleicht immer viermal, immer dreimal Elementareffekt oder so? Immer steht genauso da. Komisch. Und bloß der Satz, heute wird jemand geröstet.
Tja, vielleicht hat er noch irgendeine andere Besonderheit, weil die, wenn die von Bossen sind, haben die meisten noch irgendeine Besonderheit. Ja, sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlich. Weil, wie Leviathan, der hatte ja vorhin auch hier, er hebt sich und nach oben zielen muss. Genau, also die haben, die so einen besonderen Namen haben, die haben meistens irgendeine Eigenheit. Es wird Nacht. Ja. Da liegt noch eine Waffe rum, die sich keiner interessiert, die 4000 mein. Wer ist das? Ach, Gobi. Nee. Oder? Nee. Benny. Das ist die Monster-Party. Eieieiei, das ist die Monster. Oh, so gut wie tot. Nein, lass mich in Ruhe. Felix, mach du mal die Viecher da platt. Ich kann nicht mein Auto schon fast hin. Guppi? Ja, wir müssen ja bloß hier rüber, oder? Laufen, ein kleines Stück. Stimmt. Ja, genau. Okay, ich bin raus. Alter, ich häng fest. Soll ich dir helfen? Damit ist das Auto hin. Ja. Frist! Da ist ein Knallhader. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Knallhader Level 28, das ist nie so ganz ohne, weil wir dort Level 31 sind. Wieso treffst du denn das Vieh nicht? Meine Güte, irgendwie hat es gerade heftig geleckt. Ja, noch einen Knallhader. Ja. Immer schön hinten auf die Blume drauf. Hui. Der geht ab hier. Oh, was die dann ist. Ja. Soldaten-Class-Mod. 36% Combat Rifle Schaden plus 3 Sturmskill plus 2 Überlastungsskill. War halt teamgenerierte Munition. Ja, irgendwie habe ich das auch immer und damit habe ich alleine durchgespielt mit teamregenerierten Munition. Fand ich auch am sinnvollsten. Nervt nicht! Warum werden die hier eigentlich schwächer? Kann mir das mal jemand erklären? Bestimmt bloß die erste Welle. Ja, vom Level her, vom Level sind die hier schlechter, das meine ich. Wo seid ihr denn schon wieder? Da weitergegangen, wo es weiter zur Quest geht. Weiter gegangen oder weiter gefahren? Gegangen. Kommst ja auch nicht hier rein gefahren. Also kannst nicht reinfahren. Ich glaube, du hast. Was ist denn? Du hast noch nichts von der Story mitbekommen von Borderlands, oder? Von was? Von der Story von Borderlands hast du noch nichts so wirklich mitbekommen, oder? Doch, ich habe ja bis jetzt immer mitgespielt. Ja, aber du bist immer sonst wo, wenn wir die Story machen. Ja, mein Gott, ihr sammelt dafür keine Statuen auf, die am meisten wert sind. Doch, machen wir. Nee, ich habe gerade eine rumliegen sehen. Na dann, sammeln wir sie rumliegen. Auf. In keiner Truhe, einfach rumliegen. Dann sammeln wir sie auf, weil hier oben geht's weiter. Bin doch schon unterwegs. Ganz toll. Irgendwie sollte er, glaube ich, was sagen, aber der spielt nichts ab bei mir. Das ist schade. Bei mir schon. Bei mir nie. Was hat er denn gesagt? Ja. Kommt bitte auf eine weitere Reise. Dass er sehr unglücklich ist, dass er uns jetzt durchlassen muss. Achso. Ein weiteres. Achso, wir sind gerade bei der Story Quest. Wollen wir vielleicht erstmal den anderen Quatsch machen? Ja, okay, machen wir doch. Vor allem ist jetzt wieder 31 geworden oder so. Ne, 27, ein weiteres. Ja, gehen wir vielleicht doch erstmal weiter. Vielleicht hier Kurzreise aktivieren erstmal. Felix, was machst denn du schon wieder? Wenn du nur auf E gedrückt. Wir können nie auf E drücken, wenn du im Menü bist. Ich hab grad auf deine Frage, was ich gerade mache. Das war ich gerade ganz verdutzt vor dem Bildschirm.
Wenn ich gerade Kinderpinguin esse. Darum ging es. Gleichwerbung. Gleichwerbung. Die 100 Euro kriege ich später. Okay. Also nie von euch. Klar. Du musst dich vorbereiten. Du bist sehr weit gekommen, aber noch ist es nicht vorüber. Sind wir klar am Ende der Story? Wir sind relativ nah am Ende, ja. Alles hängt jetzt davon ab, wie du dich weiter verhältst. Diese letzte Prüfung wird die schwerste. Okay, vielleicht wollen wir doch lieber erst die anderen Quests machen. Ich wollte bloß mal gucken, ob man hier irgendwie Kurzreise erstmal aktivieren kann. Aber wir können die anderen Quests auch hinterher noch machen, also so ist nicht. Ja, eben. Also du kannst, wenn du das durchgespielt hast, immer noch in dem Spielstand weiterspielen und die Nebenmissionen machen. Und daher, wenn das Level passt, warum soll man dann hier erstmal aufhören? Wir müssen doch bloß ein Kammerschlüsselfragment besorgen. Also wir sind noch nicht an der Kammer angekommen. Er ist für mich auch absolut geschichtliches Neuling. So Neuling? Neues. So. Neuland, meinst du? Neuland, genau. Stimmt, hier war ich ewig nicht mehr. Aber die Insel ist eigentlich eine der schönsten. Also finde ich, das ist eine der schönsten Stellen in Borderlands 1 in dem Map-Design, so. Die Stelle hier. Woo, flieg! Schade. Nicht in Ruhe. Jetzt kommen die Racks doch. Fürchtet. Ist sie gerade wieder angelockt oder was? Stopp. Motherfucker! Gab's eine blaue Waffe hinten bei den Racks? What? Er kam zumindest in den Gegend geflogen. Das sieht nach meins aus. Kriegst du doch mal bessere Waffen? Ja, nur nie wirklich sinnvolle. Wenn ich es mal so sagen darf. Hört sich irgendwie gefährlich an. Na dann, weiter. Oh, hat jetzt jemand die blaue Waffe gefunden? Moment, hier ist noch so Gegner und so. Die habe ich jetzt gepult. Und in der Gegenrichtung haben wir auch Gegner. Zwei Knallharter, die müssen wir doch Platz machen. Oh, Pistolenkante ist Level 15. Schrotflinte! Blau. Was? Wo? Wie? Was? Ja. Wo liegt denn was Blaues? Das ist blau. Naja. Hier liegt auch was Blaues. Blau ist die Farbe im Namen. Ja, nichts, das war blau. Nee, es war weiß. Nicht in der Beschreibung blau, in der Farbe. Ja, genau, der Name muss in blau sein. Nichts anderes. Der Name war in blau. Nee, war er nicht. Lag doch. Da war eine Beschreibung, wo was Blaues drin stand zum Schockschaden. Oh, was Blaues. Immer. Liegt was Grünes mit einem blauen Beschreibungsschaden. Ja, genau. Noch eine Trophäe für meine Sammlung. Aua! Mistspringviecher! Hi! So, und jetzt noch die Waffen zwischen dem ganzen Gemetzel hier finden. Schmeckt dir das? Lecker. Was ist jetzt heute noch um? Meine Güte.
Ja, duck dich. Benni, wir haben hier noch einen knallharten. Ach so. By the way. Der ist mir zu weit weg. Oh, und ich komme jetzt nicht mehr hier hoch, oder was? Ah, ich verstehe dein Problem. Wir haben ja anscheinend noch mehr, wenn Felix so weitermacht. Berserker Class Mod, blau. Müssen wir hier hoch überhaupt? Glaube nicht. Nee, wir müssen nämlich hier hinten lang. Hui! Ne, Mini mehr bringt definitiv mehr. Oh ja. Ach, Borderlands 2 hat so schöne Komfortfunktionen. Aber ich bin immer gespannt, du guckst ja hier dieses Let's Play von GameTube. Ich bin ja gespannt, wie du auf die weiteren Story-Wendungen reagierst. Werden wir erfahren, sobald ich es gesehen habe. Genau. Das ist sehr lustig. Viel Platz und mittendrin. Ah, ich weiß, was jetzt kommt. Questobjekt. Ja, da kommt ein kleiner Boss. Ein kleiner. Ups. Ein Butterfisch. Der ist aber klein. Das sieht aber süß aus. Ein Bart hat er auch. Sicher, dass wir nicht gleich am Ende sind? Nee, das ist immer und nicht. Eine Vagina vorne als Mund. Komisch. Ah, lecker. Auf die Augen schießen. Ich bin noch gar nicht da, aber schön, dass ihr schon vorhin. Und er kotzt auf uns. Ich sehe gar nichts. Aber so schwer ist der irgendwie nicht. Ich fand auch Lena schon nicht schwer. Nur die Racks könnten ein bisschen nervig werden. Wenn man sie nicht rechtzeitig tötet. Weil der kommt nämlich nicht hier hoch, wenn du hier oben stehen lässt, ist er völlig ungefährlich. Wenn du aber runter gehst, hast du ein Problem. Er fällt. Ich meine, wenn du wirklich die Augen dolle treffen würdest, dann würden die Augen platzen. Die sind doch alle geplatzt. Nee, bei mir sind alle noch intakt. Ja, wir sind alle auch nacheinander geplatzt. Wir sind alle intakt. Aber guck mal, jetzt platzt das Vieh selber, es ist nämlich noch aufgeplatzt. Da, und es bewegt sich noch. Da, lecker. Hier irgendein Ritt ist gekonnt, oder? Guck's mir gerade an. Lebt ja noch halb. Jo. Ich geh. Oh, eklig. Oh, ist das widerlich auf die. Oh. Das ist schon. Lecker, ne? Das kann ja, dass es in der deutschen Fassung geschnitten war oder in der geschnittenen Fassung weggeschnitten war. Ich vermute aber mal nie. Schon mehr ist eklig. Aber schön, dass Felix auf dem. Ja, dass Felix erstmal schön oben drauf stellt. Ich stehe auf dem da. Ich stehe auf dem da. Welche Munitionskisten hier einfach mal gibt. Ja, das wäre schon warum. Ja, wenn du hier nicht so ein Munitionsregenerierendes Zeug hast, warum ich die aber nie aufmachen kann, verstehe ich nie. Die, Die hier. Das ist bei mir zu. Vermutlich, weil er drauf gefallen ist. Ja. Irgendwie ist da. Ja, welche? Die hier. Die kriege ich auch nie auf. Kann man nie aufmachen. Das verdeckt er irgendwie. Ach, Informatiker. Jetzt müssen wir hier rein. Da will ich dann nie rein. Ja, schon fertig. Schnauze. Was ist denn das für ein Tier? Das fliegt bloß weg. Das hat uns das Blut aufgeputzt hier und fliegt weg. Aber die könnte man abschießen. Sollte man tendenziell sogar. Dann fließt Gülle nach unten. Felix, willst du mal da runterspringen?
Da fließt Gülle nach unten. Nee, das wird dreckig. Ich sehe hier keine Gülle. Da fließt Dreckwasser nach unten, Mann. Da ist das also Fakt. Das war die Aufgabe schon. Geht's hier weiter? Nee. Okay. Nee, nee, hier geht's nie weiter. Ich weiß nicht, ob es hier links noch irgendwo hingeht, aber ich glaube nie. Oder ich vermute mal nie. Können wir mal gucken. Vielleicht wie bei Zero Sam, rennst ewig lange ins Nix. Sieht sehr noch wenig aus. Ja, die haben auch süchtig Späße gemacht, manchmal irgendwelche Kisten so an solchen Ecken zu verstecken, aber... Ja, Wahnsinn, hier ist eine Munitionskiste und ein ganz kleines Teil. So. Mehr hab ich jetzt hier nie gefunden. Am Turm ist zum Beispiel schon mal... $333. Ja, die haben sich gelohnt. Aber ja. Wir haben ja bloß 460.000, also ich zumindest. Ja, ich auch, ungefähr. 500. Ja. Das ist gar nichts mehr. Ich bin schon bei 604.000 inzwischen. Gibt aber auch in den Läden nichts mehr, was man sinnvoll kaufen kann. Nee, weil wir halt an der Story noch nicht so weit sind. Also das hängt immer, glaube ich, das Ladeninventar von der Story ab, wie weit man ist, was man da an gutem Zeug findet. Kann ich eigentlich hier stehen bleiben? Ich muss dann nämlich mal aufs Tablet. Ja. Kannst du. Dann ich mal hier oben in die Ecke. Bleib ich denn jetzt in dem scheiß Rackhaif hier hängen, was hier noch lebt? Oh, da kommt ein Rack. Siehst, komm, der greift der... Lol, der backt gerade da hinten rum. Hab ich angeschossen. Ich hab den auch angeschossen. Getroffen hab ich noch. Aber ich hab bloß in die Nähe geschossen, damit er zu mir kommt, aber er wollte nie zu mir kommen. Hier hab ich das Problem nie. Mir ist nämlich bei einer Waffe bei Borderlands so mir aufgefallen, dass sich die Spiegelung im Fernglas bewegt. Wenn ich schieße, rutscht die raus aus dem Fernglas, warum auch immer. Außer mir sieht's danach aus. Ich bin mal schnell auf K. Auf Klo ist er. Der Ludolf. Muss ich eigentlich umbenennen, Ludolf. Du hast auch keine Lust mehr zu laufen. Marco? Ja, Entschuldigung. Ich muss mal kurz, mir hat was an der Nase gekrabbelt. Sag ja bloß, du hast auch keine Lust mehr zu laufen. Naja, das, wenn man das aber hier gab's gar ein Schnellreiseproblem, Schnellreisepunkt. Ja, Reiseproblem, ey, was rabe ich denn halt für eine Scheiße zusammen? Da müssen wir denn hin? New Haven und Rust Commons West. Erstmal nach New Haven, oder? Ja, oder erstmal abgeben. Ach was, ich war da schon längst draußen wieder. Anscheinend noch nicht. New Haven, wir kommen. Hast du das Ding mal markiert, was wir abgeben in New Haven? Alles klar, bei der Tusi hier wieder. Tusi, ich komme! Du den negativen Elementen hier aus dem einen Sniper habe ich bekommen. Den 1000? Aber kein gutes. Also, da habe ich schon ein besseres Sniper, würde ich behaupten. Hast du nur für einen Sniper bekommen? Wie viel Schaden macht denn das? 163. Oh, ist noch schlechter. Middle of Nowhere sind neue Missionen und noch irgendwas hat er mir gerade gesagt, was ich aber nicht verstanden habe. Also mir hat er auch gerade was gesagt. Aber ich habe es leider auch nicht verstanden. Hallo, ja. Crazy Earl. Crazy Earl will was von mir. Welcher ist das? Hier gibt's ein blaues SMG mit 62 Schaden. Und eine Feuerrate von 10. Bei mir ist das Ding hier übrigens wieder offen und ich kann es nicht benutzen. Marco. Ja, kann sein. Ich